Wir alle haben große Träume, wollen erfolgreich sein. Für den kleinen Martunis bedeutete Erfolg, Profifußballer zu werden. Leider kam der Tsunami 2004. Er drohte, alles zu zerstören. Was Martunis nicht wusste, war, dass ihn diese Tragödie seinen Wünschen näher bringen würde. An seinem Tiefpunkt trifft er auf Ronaldo. Und was dann passiert, ist unglaublich. Martunis, 7 Jahre alt, lebte mit seiner Familie in Banda Aceh, Indonesien. Es war ein einfaches Leben und er spielte gerne Fußball. Am 26. Dezember 2004 kickte Martunis gerade, als er plötzlich ein seltsames Geräusch hörte. Er trug ein portugiesisches Trikot mit einem Rui Costa-Aufdruck und er wusste nicht, dass dies eine große Rolle bei dem spielen würde, was ihm bevorstand. Aufgrund seines Überlebensinstinkts ergriff Martunis die Flucht. Der Tsunami tötete etwa 230.000 Menschen und machte 1,7 Millionen obdachlos. Als er nach Hause kam, traf er seine verängstigten Eltern beim Packen. Wenige Minuten später verließen sie ihr Haus und bestiegen den LKW des Nachbarn, doch dann geschah etwas Schreckliches. Der Lastwagen kippte um, als er auf eine Welle traf. Sie spülte alle in verschiedene Richtungen. Als der 7-Jährige aufblickte, bot sich ihm ein trauriger Anblick. Seine Geschwister kämpften und die Bemühungen seiner Mutter, seine kleine Schwester aufzufangen, waren vergeblich. Sie würden nie wieder vollständig sein. Trotz allem überlebte er, indem er sich an einem Baum festhielt. Schließlich fand er ein schwimmendes Holzstück und kletterte darauf. Er ernährte sich von Wasser und allem, was er fand. Nach einiger Zeit beruhigte es sich, und das Gehölz, auf dem er lag, wurde an das Ufer gespült. Es war ein Hoffnungsschimmer. Verwirrt und allein irrte er umher und suchte nach Menschen. An diesem Punkt verlor er seine Energie. Der Regenbogen kommt gleich nach dem Sturm und das ist bei Martunis der Fall. Nach 20 Tagen drehte eine Gruppe britischer Journalisten eine Reportage über das Unglück, als sie Martunis entdeckten. Sie gaben ihm Nahrung und Trinken, bevor sie ihn ins Krankenhaus brachten. Der Arzt teilte ihnen mit, dass die Überlebenschancen des kleinen Jungen einen Tag später gering gewesen wären. Trotz seines Zustands versetzte Martunis die Mediziner in Erstaunen, als er das erste Mal sprach. »Ich hatte damals überhaupt keine Angst, weil ich überleben wollte, um meine Familie wiederzusehen und ein Fußballspieler zu werden.« Traurigerweise waren seine Mutter und Schwestern gestorben, aber im Hospital konnte er seinen Großvater und Vater wiedersehen. Martunis und sein Papa waren obdachlos, konnten sich an niemanden wenden und hofften auf ein Wunder. Schon bald erhörte der Himmel ihre Gebete. Die Geschichte über Martunis verbreitete sich sehr schnell und zog die Aufmerksamkeit auf sich, besonders sein Portugal-Trikot, das er immer noch trug. Es geschah noch etwas. Martunis Story erregte das Interesse von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo. Er traf sich mit Martunis und was er tat, ist atemberaubend. Ronaldo gab Martunis Dad genug Geld, um das Gebäude zu renovieren. Außerdem bezahlte er Martunis Schulgeld. Aber das sind nur ein paar der Dinge. Das Folgende wird dir den Atem rauben. 5 Monate später rückte Martunis Traum, Profifußballer zu werden, in greifbare Nähe, als der portugiesische Verband ihn und seinen Vater Sarbini zu einem Spiel einlud. Zu diesem Zeitpunkt ging die Geschichte viral, aber Ronaldo hörte hier nicht auf. Er hatte noch mehr auf Lager. Er besuchte Martunis und seine Familie in Indonesien. Sie verbrachten viel Zeit zusammen und die Bindung zwischen ihnen wuchs. Der berühmte Kicker schenkte Martunis ein Handy, um die Kommunikation zwischen ihnen zu erleichtern. 3 Jahre später kam Ronaldo erneut. Diesmal riet er ihm, den Ball ernst zu nehmen. Martunis befolgte diesen Rat und es dauerte nicht lange, bis er in der Fußballschule zu einem lokalen Superstar wurde. Das Glück war Martunis hold, als Sporting Lissabon ihm einen Vertrag in der Jugendakademie anbot. Mitten im Jubel gefror Martunis Lächeln, als ihm dämmerte, dass sein Vater ihn nicht begleiten konnte, weil sie kein Geld für Miete oder ein Haus hatten. Gerade in diesem Augenblick tauchte Ronaldo wieder auf. Was dann geschah, war verblüffend.
Nachdem er von Martonis Profivertrag erfahren hatte, beschloss er, seine Ausdauer zu belohnen. Er lud Martonis und seinen Vater nach Portugal ein und schenkte ihnen ein luxuriöses Haus. Einfach großartig. Ich bin Cristiano für alles dankbar, was er getan hat. Er hat mein Leben verändert, ohne eine Gegenleistung zu verlangen, sagte Martonis in einem seiner Interviews. Cristiano Ronaldo ist nicht der Einzige, der ein Herz aus Gold hat. Sie, wie Neymar, diese armen Kinder aus Brasilien inspiriert hat. Was er getan hat, ist unglaublich. Als Kind wurde Neymar von Menschen inspiriert, die er als seine Helden bezeichnet. Das möchte er auch für andere sein. In Zusammenarbeit mit Puma veranstaltete Neymar einen denkwürdigen Tag für die Kids des Centro de Coroa FC, einem lokalen Fußballverein in Brasilien. Alles begann damit, dass der Trainer alle in die Umkleidekabine bat, um ihnen eine Überraschung zu bereiten. Sie stürmten hinein und fanden dort Taschen mit Puma-Schuhen, die sie sofort freudestrahlend anzogen. Danach wurden sie gebeten, in ihr Klassenzimmer zu gehen. Neymar hatte noch mehr auf Lager. Er wollte ihnen etwas mehr als nur dies schenken, etwas, das ihr Leben für immer positiv beeinflussen könnte. Wie er das macht, ist unvorstellbar. Neymar glaubt, dass wir die Zukunft selbst gestalten können und das ist genau das, was er sich für diese Knirpse wünscht. Als sie in den Schulungsraum kamen, bekamen sie ein Zeichenpapier, das, ohne dass sie es wussten, eine Botschaft von Neymar Junior enthielt. Nachdem sie grünes Licht bekommen hatten, um das Papier zu prüfen, trauten sie ihren Augen nicht. Dies ist der Text von Neymar Junior. Hallo, wie geht es euch? Es ist eine schwierige Zeit und es hat sich viel verändert, aber einige Dinge ändern sich nie. Unsere Träume. Die Zukunft gehört denjenigen, die an Großes glauben. Jetzt visualisiere deine Wünsche auf diesem Blatt, Neymar Junior. Die Kinder waren zu Tränen gerührt. Aber es passierte noch etwas viel Schöneres. Während sie malten, ging plötzlich der Bildschirm an und Neymar war direkt da und winkte ihnen zu. Er hatte ihnen nicht nur die Fußballtreter geschenkt, sondern sie auch dazu inspiriert, ihre Fantasien zu zeichnen. Und jetzt hatten sie auch noch einen Live-Video-Anruf mit ihm. Unglaublich. Neymar hatte hiermit nur ein Ziel. Er wollte sie noch mehr animieren. Es ist einfach, sie zu bitten, ihre Ziele zu zeichnen, die sie dann in ihre Taschen stecken und vielleicht vergessen. Aber Neymar erzählte ihnen auch seine. Ihr müsst sehr konzentriert sein. Lernt hart und ihr werdet es schaffen. Abgemacht? Fragte er. Die Kinder antworteten mit einem donnernden Deal. Sie hätten nicht glücklicher sein können. Sie haben nicht nur gute Schuhe, um Fußball zu spielen, sondern auch den Auftrag, erfolgreich zu sein. Und es sind nicht nur berühmte Kicker, die von Zeit zu Zeit eine helfende Hand ausstrecken. Bleibt dran, denn die nächste Geschichte ist unglaublich. Es gibt immer eine Belohnung für ein gutes Herz. Diese arme Familie hätte nie gedacht, dass sich dies eines Tages auszahlen würde. Hier ist, wie Ellen DeGeneres sie überraschte. Das Leben von Christian Robert Daniels sollte sich ändern, nachdem sie 2019 einen Hauptpreis in DeGeneres Talkshow gewonnen hatten. Bevor sie die Geschenke erhielten, bekamen sie einen Überraschungsbesuch in ihrer Wohnung in Hawthorne, Kalifornien. Hiernach wurde die Familie ins Studio gebracht, wo sie zu DeGeneres auf die Bühne kam. Etwas fiel auf. Obwohl sie nicht genug hatten, teilten sie mit anderen und genau deshalb wurden sie ausgewählt. DeGeneres würdigte dies mit den Worten: Egal, womit man zu kämpfen hat, egal, ob man von der Hand in den Mund lebt, man will es immer noch weitergeben, man hilft immer noch anderen. Nachdem sie weiter mit ihnen gesprochen hatte, sagte DeGeneres: Ihr seid hier, weil wir etwas Großes tun werden, was wir noch nie getan haben. Es ist die größte Sache, die wir je gemacht haben. Danach verriet sie, dass die Show sich mit Cheerios zusammengetan hat, um dem Paar $500.000 zu schenken. Mit diesem riesigen Geldbetrag konnten sie eine Menge erledigen, ihre Schulden tilgen und sogar ihre Kinder weiterhin auf dem College unterstützen. Ihr wohnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, ihr könnt euch jetzt ein Haus kaufen, schlug DeGeneres vor. Aber DeGeneres war noch nicht fertig. Sie hatte noch mehr in petto.
Schließlich enthüllte sie die zweite Überraschung. Cheerios schenkte der Familie weitere $500,000, um sie an andere Bedürftige weiterzugeben. Abgesehen von diesen Preisen hat das Pärchen noch weitere gewonnen, darunter Geschenkkarten im Wert von Tausenden von Dollar, einen Breitbildfernseher und zwei Flugtickets. Dies sind großartige Geschichten von Prominenten, die den Armen etwas zurückgeben. Aber nicht nur VIPs können spenden, jeder kann den Tag eines anderen verschönern. Hast du schon einmal eine Überraschung erhalten, als du es am meisten brauchtest? Was war es und wie hast du dich danach gefühlt?